Freitagnachmittag in Gießen. Der hier ansässige BVB-Fanclub macht sich abfahrbereit Richtung London. Knapp 50 Mitglieder haben noch Karten für das Champions-League-Finale im Wembley-Stadion bekommen. Nach ein paar Zwischenstopps wird in 11 Stunden ihre Fähre vom französischen Calais nach Dover ablegen. Abfahrt in Gießen um Punkt 17.09 Uhr. Die Stimmung ist bestens. Die Mittelhessen glauben fest an einen Sieg ihrer Dortmunder. Weil sie dieses gewisse Gen in der Mannschaft drin haben, was man benötigt, um eine solche Übermannschaft wie die Bayern besiegen zu können. Und wenn es auch nur einmal in einem Spiel ist. Und das hat die übrige Saison bewiesen, dass mehrmals die Dortmunder den Bayern eben Paroli bieten konnten. Und abgesehen mal von dem Viertelfinale DFB-Pokal, wo Dortmund tatsächlich richtig schlecht war. Samstagabend im Frankfurter Stadtteil Niederrad. Hier trifft sich der FC Bayern München Fanclub Frankfurt zum gemeinsamen Spiel gucken. Noch schnell etwas Nervennahrung tanken, dann kann's losgehen. Doch die Vorfreude weicht schnell einem leichten Anflug von Resignation. Der BVB hält dagegen. Zur Halbzeit steht es nur 0:0. Das hatten sich die Frankfurter Bayern-Fans ganz anders erhofft. Ich hätte es am liebsten so wie der Watzke gemacht. Ich wäre am liebsten auf die Toilette gegangen und hätte ein bisschen geheult. Es war nicht unser Spiel. Wir sind überhaupt nicht reingekommen. Das ist das, was Dortmund kann. Aggressiv spielen, den Ball erobern, sofort zu kontern. Wir haben große Probleme gehabt. Aber wir haben ja auch noch einen Jupp Heynckes auf der Linie hinten draußen. Und er hat die Mannschaft in der zweiten Halbzeit so toll eingestellt. Und tatsächlich, nach einer Stunde können die Bayern-Fans erstmals jubeln. 1:0 durch Mario Mandzukic. Doch schon 8 Minuten später wieder Ernüchterung. 1:1 nach dem Elfmeter von Dortmunds Alkay Gündogan. Zittern bis zum Schluss. Eine Minute vor Spielende erlöst dann aber doch Arjen Robben die Bayern. Die Stimmung auf dem Höhepunkt. Nach 12 Jahren holen die Münchner endlich wieder die Champions League. Das Trauma der vergangenen Saison abgelegt, Siegerbrille inklusive. Endlich haben wir diesen blöden Henkelpott bei uns. Es war ein nervenaufreibendes Spiel. Es war so geil. Ach so, apropos. Letztes Jahr so ein Trauerspiel und heute haben wir es endlich gezeigt. Es war eng, es war ein tolles Spiel. Für den deutschen Fußball ein Paradebeispiel, wie gut wir spielen können. Die Dortmunder Fans können erhobenen Hauptes aus London zurückkehren. Mit der Erinnerung an ein unvergessliches deutsch-deutsches Finale.